Weil so hart es klingt, und ich sage jetzt wirklich die härteste Wahrheit am Anfang, was bei dem einen eine 1 ist, ist bei dem anderen eine 3. Und genauso umgekehrt. Und noch genialer ist natürlich mit deiner Methode vom Anfang, weil du dann ja sozusagen deine Excel hast und weißt dann sofort bei der Discussion hinterher, was du wann wo reinpacken kannst. Das ist dann wie so ein Baukastenprinzip nur noch. Es muss sozusagen dafür da sein, um die andere Person glücklich zu machen. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist es mal wieder soweit. Wir sprechen über die Bachelor-Thesis und ich habe einen absoluten Experten für dieses Interview gefunden, und zwar den Dr. Daniel Hunold. Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Danke, David, für die Einladung. Ich bin echt froh, so ein Video machen zu können, weil das sind so viele Sachen, die ich auch gerne gewusst hätte, bevor ich eine Bachelorarbeit geschrieben habe, die man einfach anwenden kann und dann einfach viel besser abschneiden kann. Genau, Daniel, ihr kennt ihn vielleicht. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal motiviert studiert, auch mit sehr vielen Abonnenten, wo er vor allem Lernstrategien wissenschaftlich fundiert euch aufbereitet. Da haben wir gerade auch ein Video zusammen veröffentlicht, wo es noch ein bisschen ums BWL-Studium geht. Auf jeden Fall ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und Daniel ist deshalb ein Experte, weil er zum einen selber BWL studiert hat, also aus unserem Fachgebiet kommt, und zum Zweiten jetzt die letzten 9 Jahre inzwischen schon Erfahrung dabei hat, Bachelor-Thesen auch zu betreuen. Ja, er kann euch also ganz genau sagen, worauf es aus Sicht der Leute ankommt, die eure Bachelor-Thesis korrigieren, und kann euch daher aus der perfekten Sicht quasi einen wirklichen guten Plan erstellen, wie ihr bei eurer Bachelor-Thesis optimalerweise vorgehen solltet. Daniel, wo fangen wir an? Du weißt, du musst jetzt eine Bachelor-These schreiben, du bist am Ende von deinem Bachelor-Studium angekommen. Was sind die Steps, die du machen musst, um da eine bestmögliche Note rauszuholen? Der aller und der allererste und der allerwichtigste Tipp ist wirklich, such dir den richtigen Betreuer aus. Und vor allem finde heraus, wer deine Arbeit betreut. Ist ja ein offenes Geheimnis, dass Professoren offiziell die Arbeit nachschauen, tun sie aber gar nicht. Inoffiziell machen es immer so wissenschaftliche Mitarbeiter, so wie ich es bin. Und dann geht es darauf hinaus, herauszubekommen, was die wissen wollen. Weil so hart es klingt, und ich sage jetzt wirklich die härteste Wahrheit am Anfang, was bei dem einen eine 1 ist, ist bei dem anderen eine 3. Und genauso umgekehrt. Jeder Mensch hat Vorlieben. Und wenn du was gelernt hast, zum Beispiel in personalen Organisationen, wie man da eine Seminararbeit schreibt, und jetzt aber auf einmal in Steuern versuchst, dieses Wissen zu übertragen, wird es nicht hinhauen. Weil jeder Fachbereich seine eigenen Kriterien, Maßstäbe hat und natürlich seine eigenen Vorlieben. Und da muss man jemanden finden, wo es einfach schon gefunkt hat, wo man merkt, da ist eine Verbindung da und man kann gemeinsam diesen Weg gehen und man schafft einen Mehrwert. Also im Optimalfall geht man in einen Lehrstuhl, wo man bereits irgendwie mal vielleicht in einer Übung mal mit dem Übungsleiter ein bisschen besser gesprochen hatte, wo man weiß, der korrigiert vielleicht meine Bachelor-These so ein bisschen so, und daran zu gehen über den persönlichen Kontakt, meinst du? Ja, das kann ich, glaube eher auf deinem Kanal als auf meinem sagen. Aber ja, Sympathie spielt leider eine große Rolle. Natürlich versuchen wir alle objektiv zu sein. Wir haben unsere Kriterien, aber man kann es mittlerweile wissenschaftlich tausendfach belegt, Sympathie nicht ausschließen. Und wenn man jemanden hat und ein Fach hat, wo man schon von vornherein bessere Noten schreibt, dann sollte man lieber dahin gehen, weil da irgendwie Ring und Haken zusammenkommt und da die gute Note sozusagen eingefangen werden kann. Alright, erster Punkt, gucken, bei wem man das Ganze macht, weil einfach die Sympathie da ein bisschen auch eine Rolle spielt bei der Bewertung. Definitiv bei der Bewertung und vor allem bei der Betreuung. Weil wenn man merkt, okay, der hat vorher schon gute Noten gehabt, das prägt einen, weil man kennt die Noten und seine Pappenheimer wirklich. Und man kann das nicht ausschließen. Und wenn man dann auf einmal jemanden hat, der sonst nur Einsen macht und auf einmal irgendwie auf dem Holzweg ist, dann sagt man, das kann doch nicht stimmen. Der muss doch irgendwie ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Und auf einmal schreibt man doch noch eine, gibt oder gibt noch eine zusätzliche Information hier und da. Und so hart wie es klingt, ja, ein bisschen Sympathie steckt dabei und vor allem, wo deine Interessen auch liegen, ne? Und das ist meistens da, wo die Noten gut sind. Okay, das ist ein sehr guter erster Tipp. Wie geht's dann weiter? Du weißt, wo du das Ganze machen möchtest. Wie suchst du dir vielleicht auch das Thema aus? Genau, und beim Thema würde ich genau aufpassen. Also, wenn der Professor selber betreut, sollte es nicht sein Spezialthema sein. Also man guckt einfach nach den Veröffentlichungen, die diese Person schon gemacht hat, und man versucht lieber ein Randthema zu finden, wo man wirklich noch einen Mehrwert schafft. Warum machst du das? Überleg mal, du weißt schon alles zu dem Thema. Das heißt, egal was du als Student schreibst, der Professor weiß es schon und er kann immer nur gucken, was falsch ist. Meinte, nee, das habe ich anders gelesen. Das heißt, er wird wahrscheinlich viel härter Ich bewerten. Wenn glaube, das das Gefühl haben viele, dass sie irgendwas machen und sie wissen so, der Professor, den interessiert es überhaupt nicht, weil du hast ja viel weniger Ahnung als der Professor. Von dem her geht das auf jeden Fall, hört sich schon mal ziemlich interessant an, okay? Ja, das richtig gut wird es, wenn es irgendwas gibt, was Neues A, und das geht ja in der BWL, geht so schnell mit neuen Sachen, oder B, ein Randthema, was er noch nicht so kennt.
Und da ist es ganz oft so, dass man dann die Neugier wecken kann der Professoren oder der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und da sozusagen haben die auch viel mehr Freude daran, das zu lesen. Und vor allem für wissenschaftliche Mitarbeiter, die schreiben oft an Papers oder an ihrer Promotion oder Doktorarbeit. Und wenn man da ein Randthema für sie abarbeiten kann und gut macht, dann hat man einen Mehrwert für die geschafft. Dann haben sie auch Freude daran, diese Arbeit zu lesen. Und sie kennen sich nicht perfekt darin aus. Das heißt, sie können nicht so viel kritisieren, aber gleichzeitig sind sie so neugierig genug, dass sie Freude haben, das zu lesen. Weil man muss auch ehrlich sagen, wenn man weniger Lust hat, darauf ein Buch zu lesen, dann kommt man auch langsamer voran und man wird auch viel, viel kritischer. Leider sind wir alles nur Menschen. Das ist ein sehr guter Tipp. Also echt schauen, dass man das Ganze für den Korrigierenden schreibt. Ne? Ja. Also nicht nur du selber bist richtig spannend auf dieses Thema, sondern der, der es liest, der soll halt spannend drauf sein quasi oder gespannt darauf sein. Genau, man sagt es ja auch im Volksmund so, der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und dahingehend schreibst du die Arbeit auch wirklich für eine andere Person und nicht für dich selber. Das ist hart, wie es klingt, aber das musste ich selber lernen bei meiner Promotion, das habe ich selber gelernt bei meiner Diplomarbeit. Es muss sozusagen dafür da sein, um die andere Person glücklich zu machen. Und so hart wie es ist, deine erste eigene Arbeit, wissenschaftliche Arbeit, aber du schreibst sie tatsächlich für wen anders. Okay. Das heißt, da suchst du dir so ein bisschen das Thema aus, irgendwas, was jetzt der Professor noch nicht komplett abgedeckt hat, damit er eben auch interessiert daran ist, das Ganze sich anzuschauen und so weiter. Ja, definitiv. Wie geht's dann weiter? Du weißt, was du für ein Thema nimmst, wie gehst du an die ganze Sache heran optimalerweise? Wenn du dein Thema gefunden hast, dann kommt der größte Fehler, den die Studierenden machen, wo die meiste Zeit drauf geht. Und das ist, wenn du anfängst, ein Paper nach dem anderen zu lesen. Du liest einfach alles, was du findest, durch und denkst so, oh, cool, cool, cool. Aber tatsächlich ist unsere Abschreibungsrate auf Wissen so, so hoch, dass wir, wenn wir was gelesen haben, ungefähr einen Tag später 80% vergessen haben. Weil Lesen ist halt ein sehr ineffektiver Weg, um sich Sachen zu merken. So, sie lesen monatelang und dann irgendwann sagen sie, jetzt fange ich an zu schreiben und alles, was sie gelesen haben, ist weg. Es sind keine Informationen mehr hier oben drin und du liest alles nochmal und du verschwendest sozusagen 2 Monate Zeit. Und das ist auch, wo ich wirklich in diesen 9 Jahren gesehen habe, immer und immer wieder, wo die Leute ihre Zeit verschwenden und am Ende wird es dann ganz, ganz eng. So, genauso, das kann ich zu 100% quasi unterstützen, diesen Punkt. Genauso war es bei mir auch. Ich hatte schon relativ am Anfang, wusste ich, bei welchem Professor ich schreibe, hab mich dann auch schon relativ auf mein Thema festgelegt, so ein bisschen, und hab dann mal gesagt, okay, jetzt fange ich mal an, da mich so einzulesen. Und hab halt echt ab und zu mal ein komplettes Wochenende, so echt 4-5 Wochenenden, halt immer Papers gelesen, um dir da so einen Überblick zu verschaffen. Dann am Ende, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt fange ich an, jetzt mache ich mir echt irgendwie meine Literaturzusammenfassung oder so, habe ich gemerkt, ich musste die ganzen Dinger nochmals von vorne lesen. Und genau, da hatten wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was dann ein super Tipp ist, was du als Tipp gemeint hast, was ich auch gemacht habe. Ich habe mir dann im Endeffekt Excel-Listen erstellt mit allen möglichen Papers und habe da einfach den Abstract reinkopiert und am Ende nochmal die Key Findings. Und dann am Ende, wo ich meine Thesis geschrieben habe, habe ich einfach, ich wusste ja, was ich in dem Text zum Beispiel schreiben möchte, und dann habe ich geguckt, okay, welches Paper hat da irgendwie ein Key Finding, was jetzt in die Richtung geht, und dann habe ich da einfach, ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die optimale Vorgehensweise, habe ich halt irgendwas geschaut, welchen Satz kann ich da zitieren, was haut da so ein bisschen rein, hab das quasi dann so, find that, was ich da halt in meiner Excel drinstehen hatte. Wäre das auch so eine Vorgehensweise, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall empfehlenswerter, als sich einfach so die ganzen Paper durchzulesen, oder wie sollte man das optimalerweise machen? Würde ich genauso machen. Ich meine, wir kochen alle nur mit Wasser und wenn wir unsere eigenen Promotionen schreiben, geht das auch nur so. Und dann, wenn du dann am Schreiben bist, gehst du erst richtig in den Text rein, guckst so, was passt für deine Argumentation und schreibst das rein. Alles andere ist Zeitverschwendung. Okay, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich jedem von euch wirklich ans Herzen legen würde. Und dann vielleicht machen wir noch einen Punkt zum Thema Schreiben und Zeitsparen. Wie sollte man da wirklich vorgehen? Weil bei mir war es so, und ich glaube, das geht vielen so, dass man am Ende merkt, vor allem wenn du irgendwas Empirisches machst, wo du sehr viel Zeit auch mit der Datenauswertung und so weiter, sag mal, verschwendest, dass am Ende dein Word-Dokument nur 2 Seiten hat und du musst irgendwie 40 abgeben. Wie geht man da vor, damit man das optimalerweise hinbekommt? Da gibt es eine super wissenschaftliche Strategie und die ist von Robert Boyce. Und er hat Wissenschaftler untersucht, die hinterher Professoren geworden sind. Also so Leute, die angefangen haben zu promovieren und dann hinterher diese Professorenschaft erreicht haben. Und das einzige Qualitätskriterium dabei ist, wie viel du geschrieben hast und wie viele Paper du veröffentlicht hast. Und dabei ist es so gewesen, dass die Leute, die sich feste Zeiten genommen haben zum Schreiben,
waren hinterher viel erfolgreicher als die, die erst geforscht haben, Empirie gemacht haben und dann auf einmal versucht haben, in einer Nacht- und Nebelaktion 3 Tage lang das zu schreiben. Die haben viel weniger Paper veröffentlicht. Mhm. Und hieraus können wir den Tipp für die Bachelorarbeit ziehen. Und das ist sozusagen so, dass du neben der Empirie her schon schreibst. Das ist kein Problem. Jeden Tag in deiner Hochzeit 2 Stunden zu nehmen, den ganzen Theorieteil abzuhandeln, dann die Empirie und dann alles, was danach kommt an Resultaten, das ist tatsächlich der Teil in der Arbeit, der die wenigste Zeit braucht. Mhm. Hier braucht man am Ende gar nicht viel, weil du hast die Daten im Kopf, das sind deine eigenen Daten, die du aufgenommen hast. Das heißt, es schreibt sich total schnell runter. Das ist und noch genialer ist natürlich mit deiner Methode vom Anfang, weil du dann ja sozusagen deine Excel hast und weißt dann sofort bei der Discussion hinterher, was du wann wo reinpacken kannst. Das ist dann wie so ein Baukastenprinzip nur noch. Von daher auf jeden Fall nicht erst Empirie machen, sondern wissenschaftlich gesehen ist es auch so, dass du erst deine Hypothesen aufstellst, den kompletten Grundlagenteil schreibst und dann deine Empirie machst. Das ist natürlich nicht immer praktikabel, wenn man nicht 100% weiß, ob die Daten so werden, wie man will. Aber bei einer Bachelorarbeit ist es noch gar nicht so wichtig, weil auch ein Ergebnis, was nicht signifikant ist, ist ein Ergebnis. Mhm. Alright, Daniel, ich danke dir vielmals. Das waren echt richtig gute Tipps. Ja, also gerne. Das wäre jetzt alles. Das Video hätte ich selber von einem halben Jahr sehr, sehr gerne angeschaut. Von dem her für all diejenigen von euch, die dieses Semester oder in irgendeinem nächsten Semester Bachelor-Thesis schreiben, ihr seid jetzt auf jeden Fall nochmal ein gutes Stückchen mehr vorbereitet. Schaut auf jeden Fall bei unserem gemeinsamen Video auf Daniels Kanal vorbei. Das findet ihr gut. Direkt unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch hier auch nochmal Daniels Kanal. Gerne abonnieren. Dann abonniert natürlich auch meinen Kanal. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke, dass ihr dabei wart. Danke dir. Danke euch allen. Ciao. Tschüss.